in das Technorama Museum. Heute zeige ich euch, wie es innen aussieht. Und zwar geht es um Thema Strom und Elektrizität. Jetzt gehen wir rein. Hier sieht man, wie es von außen aussieht. Es ist sehr groß. Hier seht ihr, wie früher die Züge aussahen. Es gibt verschiedene Modelle. Und hier gibt es zwei Züge und hier mehrere, und zwar von vielen Sorten. Und vielleicht könnt ihr auch noch einen sehen, der über den Fluss geht. Hier gibt es eben verschiedene Sorten und in verschiedenen Modellen. Hier seht ihr, wie es früher die Bahnhöfe aussahen. Und ein paar weitere Züge, die es früher gab. Und hier seht ihr eben einen Zug, der über den Fluss geht. Da seht ihr noch zwei Bilder, wie es früher aussah. Hier steht, wie viele Jahre es brauchte, um das zu machen. Hier seht ihr ein Foto und hier seht ihr, wie es früher aussah. Hier sind auch Züge. Ein kleiner Zug geht in die Berge, also halt nach oben. Hier im nächsten Stockwerk kann man Sachen machen. Hier muss man drehen, dann die Kugeln schieben sich hin und her. Und hier auch. Hier kann man Seifenblasen machen. Da hat man sehr viel Spaß dabei und es sind sehr große. Und da kannst du sehr lange spielen. Das macht einfach so viel Spaß. Hier gibt es ein Magnet da unten und ein Magnet, wo ich in der Hand halte. Wenn ich den Magnet, den ich habe, hin und her schiebe, dann wird der untere auch. Zeigt eine Frau, wie Strom und Elektrizität, wie man mit Elektrizität umgeht. Und zwei Herren und eine Frau spüren sogar den Sturm, aber das ist kein echter Sturm. Die nächste etwa halbe Stunde werden meine Kollegin von der Technik und ich informieren, um die Wirkungsweise von Blitzen ein bisschen näher zu bringen, wie sie überhaupt entstehen, was das mit dem Donner auf sich hat. Und so gegen Ende werden wir noch mit richtig großen Blitzen spielen. Da brauche ich dann noch Ihre Mithilfe. Erst muss ich aber ein paar Sicherheitswarnungen loswerden, weil wir nämlich mit hohen Spannungen und starken Strömen arbeiten, möchte ich Personen mit einem medizintechnischen elektronischen Implantat, also zum Beispiel Herzschrittmacher, ein Hörgerät oder solche Implantate bitten, dass sie hinter der oberen Linie Platz nehmen, damit sie den nötigen Sicherheitsabstand haben. Für Handys, für Digitalkameras gilt das alles nicht. Es geht um medizintechnische Implantate. Und einige Experimente werden sicherlich laut. Dann wird Ihnen aber meine Kollegin am Schaltpult diese Hinweistafel einblenden. Ich werde Sie auffordern, dass Sie sich die Ohren gut schützen. Wie entstehen eigentlich Blitze? Tatsache ist, dass ich Ihnen gar nicht allzu viel darüber erzählen kann, weil es ist noch nicht wirklich restlos erforscht. Ein hochkomplexer Vorgang. Wissen tun wir aber, dass Ladungen eine Rolle spielen. Vielleicht wissen Sie schon, es gibt zwei Arten von Ladung, positive Ladung und negative Ladung. Und diese negativen Ladungen, die nennt man auch Elektronen. Normalerweise sind Dinge oder Menschen elektrisch neutral, das heißt, wir haben genau gleich viel positive wie negative Ladung, aber man kann Ladungen sehr leicht trennen und dann werden eben die Gegenstände oder die Menschen elektrisch aufgeladen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn ich über einen Teppich laufe und halt meine Füße nicht richtig hochlegen, schlurfe ein bisschen. Wir sind soweit. Achtung, Spitz. Sieht von Ihnen aus vielleicht nicht so spektakulär aus, aber in der Zeit sehen wir, dass der Arme so ziemlich schlecht ist.
Hier rüstet sie eine andere Frau in einer Kleidung. Sie leitet zwei Herren und eine Frau die Strom. Aber das ist kein echter Strom. Hier seht ihr. Man wie Velo fahren. Wenn du schnell fährst, dann kommst du auf die 8. Da kommen die Lichter. Wenn du schnell machst, wird etwas dort gemacht, wie zum Beispiel das Radio eingestellt oder du siehst im Fernsehen oder du kriegst Luft von da oben und so weiter. Hier kannst du deine Hände rauf tun, dann wirbelt es dort, wo deine Hand ist. Hier musst du drehen, auch die alle Kreise da drehen sich und machen wie ein Muster. Und wie gesagt, kann man ja hier viele Sachen machen. Hier gibt es auch cool. Und hier muss man drehen, dann wird das Seil hoch und runter gebiegt. Also dort ist Luft drin. Hier musst du drehen, da ist Wasser drin und Luft. Da wird wie ein Ton rausgepustet. Hier musst du drehen und da siehst du wie ein Licht, wie du drehst. Da hat man vielleicht auch Spaß. Gehen wir weiter. Und zwar, hier musst du drehen, dann kommt wie kein Muster. Und wenn du nicht drehst, dann kommt dein Muster. Da musst du runter und rauf, dann kommen so wie Seifenblasen raus, aber es sind keine.